Nordirland, der Brexit-Konflikt. Die Frage, wie offen die Grenze zu Irland bleibt, reißt alte Wunden auf. Die Urania-Aufmärsche könnten heuer erstmals wieder eskalieren. Herzlich willkommen beim Weltjournal. Es ist eine entscheidende Woche für den Brexit. Die Regierung von Theresa May präsentiert Brüssel endlich, wie sich London die künftigen Beziehungen vorstellt. Besser gesagt, wie May sich diese vorstellt. Denn von Geschlossenheit in ihrer Partei keine Spur. Eine Art Binnenmarkt-Light und eine Zollunion neu sollen den Handel am Laufen halten und die einzige Landgrenze offen. Jene zwischen der Republik Irland und Nordirland. Die Zollpläne sind so kompliziert, dass man in Brüssel schon jetzt den Kopf darüber schüttelt. Und je länger sich die Debatte zieht, desto mehr färbt sie ab auf Nordirland, wo man sich den Frieden wortwörtlich erkämpft hat. Ende März nächsten Jahres wird Großbritannien aus der Union austreten. Die Zeit wird knapp, auch in Belfast. Es sieht aus, als würde Belfast brennen. Die größte Stadt der britischen Provinz Nordirland. Doch es sind sogenannte Bonfires, Freudenfeuer, zumindest für einen Teil der Bürger. Für den anderen Teil sind sie eine Provokation. Es braucht nur einen Dummkopf, der einen Stein wirft und es explodiert. Wir sind hier zur sogenannten Marching Season, dem großen Sommerfest der pro-britischen Protestanten. Mitten durch die Stadt ziehen sich Mauern wie diese und sie werden Friedensmauern genannt. Es ist ein bisschen ironisch, dass sie Friedensmauer heißt, aber tatsächlich sorgt sie für Frieden. Sie wurde gebaut, um Katholiken und Protestanten davon abzuhalten, aufeinander loszugehen. Und gerade jetzt, wo Spannungen in der Luft liegen, gäbe es hier wohl heute Nacht schon Ärger, wenn die Mauer nicht mehr da wäre. Squires Hill, ein gutbürgerlicher Stadtteil im Norden von Belfast. Es ist 8 Uhr in der Früh. Taxiunternehmer Norman Riley plant mit seiner Frau Cathy die Touren der Woche. Norman und seine Mitarbeiter, Protestanten und auch Katholiken, zeigen Besuchern Belfast, vor allem die Brennpunkte der Stadt. Wir kommen alle aus der Arbeiterklasse und leben schon immer in Belfast. Deshalb ist unsere Tour so beliebt, weil wir das alles selbst miterlebt haben. Jede Tour ist für Norman auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Aufgewachsen ist er in bescheidenen Verhältnissen. In einem protestantischen Arbeiterviertel von West Belfast. An der Front, sozusagen. Es war wie in einem Kriegsgebiet zu leben. Da stumpft man ab. Ich war ein typischer junger Bursche, 14, 15 Jahre alt. Wir spielten Fußball auf der Straße und wenn wir hörten, dass es irgendwo wieder einen Zwischenfall mit Katholiken gegeben hatte, gingen wir hin und bewarfen die Katholiken mit Steinen. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Ich war ein Opfer der Umstände, gefangen im Konflikt. Wir fahren zur Shankill Road, direkt an der größten Friedensmauer von Belfast. Hier war Norman einst zu Hause, an einem Brennpunkt. Der bürgerkriegsartige Konflikt hatte in den späten 1960er Jahren begonnen, als die katholischen Nordiren gleiche soziale, politische und wirtschaftliche Möglichkeiten forderten und dabei auf den teils brutalen Widerstand der protestantischen Regionalregierung und ihrer Polizei stießen. Die britischen Truppen, die den Frieden wiederherstellen wollten, gerieten bald zwischen die Schusslinien. Es war eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt, von Morden auf beiden Seiten. Mehr als 3000 Menschen starben. Vor fast 20 Jahren beschlossen die Konfliktparteien schließlich, die Waffen schweigen zu lassen. Doch der Konflikt ist bis heute nicht gelöst und unter der Oberfläche brodelt es immer noch. Es braucht nur einen Zwischenfall und die Situation könnte wieder eskalieren. In den Arbeitervierteln von Nordirland war jeder von den Unruhen betroffen. Freunde meiner Familie sind ermordet worden, Familienmitglieder saßen im Gefängnis. Jede Familie hier war von dem Konflikt berührt. Wir alle haben Geschichten zu erzählen. Die protestantischen Stadtviertel sind rund um die Urania-Aufmärsche ein Meer britischer Flaggen.
Das ist kein Schmuck, sondern ein politisches Statement, ein Signal an die Gegenseite. Das ist wie das Markieren eines Reviers. Die Protestanten verstehen sich als Briten und wollen Teil Großbritanniens bleiben. Die meisten Katholiken in Nordirland aber fühlen sich als Iren und wollen die Briten raushaben. Die Bewohner der Shankill Road machen ganz klar, hier ist Großbritannien. Wir wollen beim Vereinigten Königreich bleiben. Norman Reilly will das auch. Norman zeigt uns den Ort, an dem er 1993 einen Anschlag der IRA erlebte. Wir hörten, dass in der Shankill Road eine Bombe hochgegangen ist. Also fuhren wir hin, denn meine Familie lebte hier und ich auch. Ein Staubmeer war das, darin schreiende Menschen. Ein wildes Durcheinander, Sirenengeheul, Menschen lagen unter dem Schutt, tote Körper überall, eine schreckliche Szene, die ich nie vergessen werde. Wir fahren von der Shankill Road durch die Friedensmauer in das katholische Viertel auf der anderen Seite. Der Weg führt durch Stahltore in der Mauer. Nachts werden sie auch heute noch geschlossen. Diese Straße wurde von Mordkommandos beider Seiten als Fluchtroute genutzt. Deshalb wurden die Tore errichtet, um das zu verhindern. Damals waren sie fast immer geschlossen. Die False Road auf der katholischen Seite der Mauer. Keine britischen Fahnen, dafür die Irlands. Und Mahnmale für die Katholiken, die im Bürgerkrieg durch Polizei, britisches Militär und protestantische Milizen ums Leben gekommen sind. Fast die Hälfte der Opfer auf beiden Seiten waren Zivilisten, ganz normale Menschen. Das Büro der Partei Sinn Féin, zweitstärkste Partei Nordirlands, katholisch, pro-irische Republik und mit Wurzeln in der paramilitärischen IRA. Sinn Féin ist entschieden gegen den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU. Der rote Teufel. Definitiv kein Pub für Protestanten, denn hier wird auf den ersten Blick klar, wofür das Herz schlägt. Für das, was die IRA den irischen Freiheitskampf genannt hat. Den Brexit will hier keiner. Er würde den Graben zwischen den beiden Volksgruppen wieder vertiefen, meint die Pubbesitzerin. Es könnte wieder eine richtige Grenze zur Republik Irland geben. Das ist nicht gut und könnte eine schlechte Stimmung zurückbringen nach Nordirland. Viele der Leute hier sehen das so. Das hätte niemals passieren dürfen. Lasst uns Europäer bleiben, ein Teil Europas. Wir haben dagegen gestimmt, im Ausland als britisch angesehen zu werden, von mir aus. Aber wir sind irische Bürger. Viele Katholiken hier haben einen Pass der Republik Irland. Sie können ihn einfach zusätzlich zum britischen beantragen und immer mehr tun es, um Bürger der EU zu bleiben. Zwei Kulturen in einer Stadt, nebeneinander, manchmal gegeneinander und immer noch getrennt. Das ist eine kulturelle Trennung, getrennte Gemeinden, getrennte Schulen, bis zum heutigen Tag, im 21. Jahrhundert. Das muss man angehen. Gemeinsam mit Norman fahren wir zur Hazelwood Integrated School, gelegen zwischen einem protestantischen und einem katholischen Stadtteil. Immer wieder gab es in dieser Gegend Ärger. Seit einigen Jahren steht auch hier eine Friedensmauer, weil protestantische Jugendliche aufs Schulgelände gekommen waren und von dort aus Steine auf die katholischen Nachbarhäuser warfen. Dabei will gerade diese Schule die Gräben zwischen den Konfessionen und Kulturen zuschütten. Hier werden protestantische und katholische Kinder gemeinsam unterrichtet. Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien, die in Nordirland 3 Monate dauern. Eine große Abschlussveranstaltung. Die Eltern sind eingeladen, Preise werden verteilt, kleine Geschenke. Ein selbstgemaltes Bild für Patricia Murtagh, die Schulleiterin. Sie ist Katholikin, fühlt sich als Irin und hat auch einen irischen Pass. Sie lebt schon immer in Belfast.
Belfast is a very different city for these children growing up. Belfast hat sich sehr verändert. Diese Kinder wachsen ganz anders auf als zu der Zeit, als ich ein Kind war. Es ist heute ganz sicher ein besserer Ort. Aber es braucht nur einen kleinen Anlass und der Ärger geht wieder los und der ganze Schmerz kommt wieder hoch. Viele der Eltern und Großeltern der Kinder hier leiden unter psychischen Störungen oder nehmen Drogen. Ich denke, ihre Probleme sind auf den Gewaltkonflikt von damals zurückzuführen. Patricia Murtagh möchte, dass die Kinder in der Schule Stabilität und Sicherheit spüren, Geborgenheit und lernen, dass jemand, der anders ist oder einen anderen Glauben hat, nicht notwendigerweise ein Feind ist. Sie ist eine Schulleiterin mit Herz und Verstand. Die Hazelwood School wirkt fast idyllisch. Ein Ruhe- und Ankerpunkt, ein Stückchen heile Welt für Kinder, deren Welt ansonsten ganz und gar nicht heil ist. Viele kommen aus schwierigen Familien, die extreme politische Positionen und Traditionen vertreten. Irisch-Republikanische auf der einen Seite, britische Unionisten auf der anderen. Und zwischen ihnen kam es oft zu Zusammenstößen. Aber genau deshalb ist unsere Schule hier perfekt gelegen. Wir bringen sie zusammen und bemühen uns, dass sie gute Beziehungen untereinander aufbauen, Freundschaften schließen. Und wir hoffen, dass diese halten, bis die Kinder erwachsen sind. Patricia Murtagh und die Hazelwood School machen Hoffnung, dass sich der Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen irgendwann nicht mehr weiter vererben wird, von Generation zu Generation. Auch wenn bisher nur 10% der Kinder in Belfast in integrierte Schulen gehen. Es ist ein Anfang, um aus dem Teufelskreis aus Vorurteilen und Gewalt auszubrechen. Kids of the future. Kinder sind die Zukunft. Sie werden es anders machen als wir. Als ich ein Jugendlicher war, konnte ich keine katholischen Freunde haben. Heute geht das eher. Ich habe 3 Kinder, 26, 22 und 16 Jahre alt. Und die haben katholische Freunde. Eine neue Generation ist seit dem Bürgerkrieg hier herangewachsen. Doch die Schatten der Vergangenheit sind lang. Zu brutal, zu traumatisch waren die Ereignisse, als dass die Menschen sie einfach beiseite schieben und vergessen könnten. Die Menschen wollen die Dinge hinter sich lassen, aber noch sind die Verhältnisse ziemlich rau. Da muss eine Menge Vertrauen aufgebaut werden auf beiden Seiten und das braucht Zeit. Wir fahren nach Enniskillen, eine kleine Stadt 100 Kilometer westlich von Belfast. 1987 erlangte sie traurige Berühmtheit durch einen verheerenden Bombenanschlag der IRA. Hier lebt ein Paar, das täglich zeigt, dass Liebe den Hass und das Misstrauen zwischen den Konfessionen überwinden kann. Sharon ist katholisch, Stephen ist Protestant. Als ich Stephen traf, habe ich nicht über seine Religion nachgedacht, weil er mir sofort gefiel. Wenn du die Liebe findest, dann weißt du das. Du sagst so wundervolle Dinge. Sorry, was war die Frage? Zur Liebe. Ich bin so verzaubert. Also, was war die Frage? Die Leute sagen, Liebe auf den ersten Blick gäbe es nicht. Doch das war es. Wenn du die Liebe gefunden hast, dann spielen Hautfarbe oder Religion keine Rolle. Wenn du denjenigen gefunden hast, der dich bedingungslos liebt. Ich war doch viel besser dran mit einem Protestanten, Stephen, als mit einem Katholiken, der mich vielleicht grün und blau schlägt und mich nicht liebt. Ich bin glücklich, weil ich diese Trennlinie überwunden habe. Für beide ein wirklich großer Schritt über den Graben zwischen den Konfessionen. Auf diesem Platz explodierte im November 1987 eine Bombe der IRA. Hier direkt hinter Stephen Gold und seinem Vater. Von einem Moment zum anderen war Stephens Leben gezeichnet durch den Terror. I
Ich hörte die Explosion der Bombe nicht, bekam dann aber einen Schlag in den Rücken durch Trümmer von dem einstürzenden Gebäude. Für etwa 30 Sekunden war ich bewusstlos und halb taub. Das Einzige, was ich hörte, war eine Alarmanlage irgendwo. Und dann weinende Kinder, schreiende Männer und Frauen. Und mein erster Gedanke war, wo ist mein Vater? Und dann sah ich ihn rechts neben mir liegen. Und ich wusste sofort, dass er tot war. Denn seine Schädeldecke war weggesprengt bis zu den Augen. Ich steckte bis zu den Knien im Schutt fest und wusste nicht, was geschehen war. Es war surreal und bis heute rieche ich den Staub. Ich habe immer noch Albträume. Auch nach 30 Jahren wache ich auf und suche meinen Vater im Bett. Und erst wenn Sharon zu mir spricht, ist es vorbei. Mit diesen Albträumen muss ich wohl leben bis zu meinem Ende. Sharon would say something that I would snap out of it. It's just, it's something I will live with the day I die. Als die beiden heirateten, gab es Gerede in der Stadt. Wie kann er eine Katholikin heiraten, wo Katholiken doch seinen Vater ermordet haben? Was hier vor 30 Jahren geschah, bestimmt auch heute noch das Leben von Stephen Gold. Ein Leben, das Sharon mit ihm teilt, trotz aller Belastungen, die es mit sich bringt. Zufällig kommt Pfarrer Peter O'Reilly vorbei. Sharons katholischer Priester. Die beiden seien ein Vorbild für die Aussöhnung der Konfessionen, sagt er. Es wird der Tag kommen für Worte der Entschuldigung. Vielleicht noch nicht in dieser Generation, aber er wird irgendwann kommen. Durch die Verletzungen, die Stephen davongetragen hat, ist er arbeitsunfähig, muss täglich einen Cocktail an Medikamenten zu sich nehmen. Auch für Sharon eine große Belastung. Starke Schmerzen sind Stephens ständiger Begleiter. Alle 4 Stunden muss ich starke Schmerzmittel nehmen, um über den Tag zu kommen. In der Früh wache ich schon mit immensen Schmerzen auf. Eine tägliche Erinnerung an das, was vor 30 Jahren geschehen ist. Auf Kinder müssen Sharon und Stephen verzichten. Eine Nebenwirkung der Medikamente. Ein hoher Preis, den Sharon aber zu zahlen bereit ist für ihre Liebe zu Stephen. Was für Stephen mindestens so schmerzhaft ist wie die körperlichen Schäden, sind die seelischen Verletzungen. Mit einem Album voller Fotos und Zeitungsausschnitten versucht er, die traumatischen Erlebnisse von damals zu verarbeiten, Gedächtnislücken zu füllen. Ein Foto von der Beerdigung des Vaters. Ich habe daran wenig Erinnerung. Therapeutische Betreuung haben wir damals nicht bekommen. Die Zeitungsausschnitte und Augenzeugenberichte sind für mich eine Art Therapie. Was sicher helfen würde, wäre Gerechtigkeit. Niemand wurde verhaftet oder verurteilt wegen des Mordes an 12 unschuldigen Zivilisten. Wenn das eines Tages aufgeklärt würde, dann könnte ich das letzte Kapitel in dem Buch abschließen. Für Stephen ist der Terror nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Und womöglich auch Zukunft, so befürchtet er. Zumindest bis der Tod seines Vaters, eines pensionierten Polizisten, wirklich aufgeklärt ist, die Täter identifiziert und verurteilt sind. Stephen und Sharon sind der Meinung, es gäbe heute in der Politik Nordirlands zu wenig Interesse daran, dass die Morde von damals wirklich aufgearbeitet werden. Sowohl bei der katholischen Sinn Féin wie auch der protestantischen Democratic Unionist Party, der DUP, gibt es Politiker, die an den Kämpfen zumindest indirekt beteiligt waren. Heute sind die Sinn Féin und die DUP die stärksten politischen Parteien in Nordirland. Trotz Sonderermittlungen sind viele der Morde von damals immer noch ungeklärt. Mein Vater war alles für mich, mein Held. Und dass er sein Leben durch so einen Akt des Terrors verloren hat, darüber komme ich nicht hinweg, bis es irgendwann Gerechtigkeit gibt. Auch in Enniskillen ist in diesen Tagen der Brexit das Thema Nummer 1.
Von hier sind es nur noch wenige Kilometer zur Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland. Sollte es zu einer harten Grenze zwischen Großbritannien und Irland kommen, die Menschen hier werden es besonders spüren. Die Mehrheit der Bürger hat gegen den Brexit gestimmt. Ginny Farrow, die Lokalbesitzerin, sieht vor allem Gründe, die gegen den Brexit sprechen. Schwer zu sagen, was der Brexit bringen wird. Natürlich hoffen wir das Beste, aber was wird mit dem Handel über die Grenze hinweg? Der ist sehr wichtig für Enniskillen. Wie sieht das aus mit der Freizügigkeit von Arbeitskräften? Export, Import. Also wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Was wird die Zukunft? Was werden die Verhandlungen um den Brexit den Bürgern von Nordirland bringen? Alle, mit denen wir hier sprechen, sind unsicher. Sehr viele sind besorgt. Wir machen einen Abstecher an die Grenze. Wimpel in den Nationalfarben Irlands über der Straße. Hier fühlt man sich irisch und nicht britisch. Und würde im Zweifel lieber zu Irland gehören als zu Großbritannien. Wird es hier bald wieder Zoll- und Grenzkontrollen geben? Die zwei großen politischen Parteien Nordirlands sind über diese Frage gespalten. Man hat den Eindruck, dass die beiden sich nicht verstehen, noch nicht einmal dieselbe Sprache sprechen. Wie soll das gehen, wenn die politischen Ausrichtungen so unterschiedlich sind? Aber die Politiker müssen eine Lösung finden. Die Bürger erwarten von ihnen, dass sie endlich in die Gänge kommen, einen Kompromiss suchen, der beide Volksgruppen wieder beruhigt. Zurück in Belfast. Es ist die Nacht vor den berüchtigten Urania-Märschen, die Nacht der großen Feuer. Viele Dutzende in den Stadtvierteln der Protestanten. Eine alljährliche Provokation für die Katholiken. Die Protestanten feiern den Sieg des protestantischen Königs Wilhelm III. Von Oranien über ein katholisches Heer im Jahr 1690. Der größte Scheiterhaufen ist direkt an der Friedensmauer zur katholischen Falls Road aufgebaut. Eine irische Fahne ganz oben, rundherum Wahlplakate der katholischen Sinn Féin und eine Fahne des IS. Sie sollen alle verbrannt werden. Für die Polizei ist diese Julinacht jedes Jahr ein Albtraum. Wird es wieder zu Schlägereien kommen, zu Zusammenstößen wie in der Vergangenheit? Die Stahltore zur Falls Road sind vorzeitig geschlossen worden. Es geht auf Mitternacht zu. Die Stimmung steigt, der Alkoholpegel auch. Dann der Moment, auf den alle warten. Der Scheiterhaufen wird entzündet. Gefährlich. Die katholische Sinn Féin, deren Politikerplakate die Scheiterhaufen zierten, würde die Feuer am liebsten verbieten lassen. 40 Mal muss in dieser Nacht die Feuerwehr von Belfast Schlimmeres verhindern. Die Haufen brennen auch noch am nächsten Tag. Der Rauch zieht über die Friedensmauer in die Viertel der Katholiken. Es ist der 12. Juli, morgens um 10. Der Höhepunkt des Festes steht bevor. Verkäufer von britischen Flaggen machen das Geschäft des Jahres. Es ist der Orange Day. Das ist Teil unserer Geschichte, des britischen Erbes, hier in Nordirland, Schottland, Wales und England.
Deswegen die Flaggen. Ich bin stolz, britisch zu sein. Britisch und protestantisch. Polizeikräfte aus ganz Nordirland sind hier zusammengezogen. Sie zeigen sich in Alltagsuniform, aber die Kampfanzüge liegen griffbereit in den Fahrzeugen. Schaulustige aus dem ganzen Vereinigten Königreich sind gekommen. Auch Norman Reilly ist hier mit seiner Frau Kathy und einer fröhlichen Partyrunde. Manche schon etwas gezeichnet durch die lange Nacht davor. Meine Freunde, meine Frau, die Neffen, sogar aus Australien. Das ist ein guter Tag für uns Protestanten hier in Belfast und Nordirland. Einmal im Jahr ein großes Fest. Wie sieht es auf der anderen Seite der Friedensmauer aus? Keinerlei Partystimmung. Die meisten Geschäfte in der Falls Road sind geschlossen. Viele katholische Nordiren sind aufs Land gefahren, weg vom britischen Jubel und Trubel. Die Falls Road wirkt fast schon verlassen. Im Roten Teufel herrscht gute Laune, aber wenig Verständnis für die protestantisch-britische Art zu feiern. Besonders wenig für die Freudenfeuer. Das sollte man nicht erlauben. Die Protestanten und die DUP sagen, das sei Teil ihrer Kultur. Ja, vielleicht ihrer Kultur, aber unserer nicht. All diese Feuer, sie sollten verboten werden. Sie sind gefährlich. Das ist meine feste Überzeugung. Die nennen das Kultur. Naja, jeder kann sehen, was das ist. 12. Juli gegen 11 Uhr. Wieder auf der protestantischen Seite der Friedensmauer. Die Bands, die Marschkapellen, sind in der Innenstadt von Belfast, ziehen durch die protestantischen Stadtteile. Die Musikkapellen gehören bei den Protestanten hier zur Tradition. Früher sind sie demonstrativ auch durch katholische Viertel gezogen. Das ist jetzt verboten. Es herrscht Volksfeststimmung. Der Zug der Kapellen sei keinesfalls als Provokation der Katholiken gemeint, sagt Norman. Es sei halt einfach Tradition. Mein Wunsch für die Zukunft ist Toleranz, dass die Menschen sich gegenseitig respektieren. Am Abend ziehen Veranstalter und Polizei Bilanz. Keine Ausschreitungen, keine Verhaftungen, keine Provokationen. So friedlich sind die Marches seit Jahrzehnten nicht verlaufen. Protestanten und Katholiken in Belfast. Sie mögen einander nicht, haben unterschiedliche politische Ziele, meiden einander. Aber man prügelt nicht mehr so oft aufeinander ein. Und vor allem, man bringt sich nicht mehr gegenseitig um. Wir gehen durch einen Friedensprozess und auf diesem Weg kann es manchmal etwas holprig werden. Aber da müssen wir durch. Niemand will zurück zu den alten Zeiten, denn die Menschen haben Jobs. Das Leben ist besser, als es damals war. Das sieht man überall. Doch was wird jetzt der Brexit den Nordiren bringen? Er ist eine Hürde und da müssen wir drüber, wie über andere Hürden in der Vergangenheit. Wir haben Wachstum, Tourismus, ich habe ein Taxiunternehmen und erkläre den Menschen die Stadt. Also es stünde jetzt zu viel auf dem Spiel. Manchen täte vielleicht etwas mehr Distanz gut oder die Vogelperspektive einnehmen zu können. Genau das tun wir jetzt gleich im Weltjournal Plus. Da sehen Sie 24 Stunden Großbritannien von oben. Wir laden Sie ein auf einen Flug über einen Inselstaat mit Ballungszentren und fast menschenleeren Regionen. An den Brennpunkten schwenkt die Kamera auf den Boden, um dort einzufangen, was die Briten über sich und Europa zu sagen haben. Bleiben Sie dran.